Mal unterbrechen? Gerne doch. Können wir kurz nochmal von Anfang anfangen? Warum? Na, weil hier nicht gerade gerade auf der Stelle nicht Aufnahme war. Echt jetzt? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Nach 10 Minuten war ja Schluss. Ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben. Aber wie uns das wir ist. Wir können einfach noch von vorne anfangen. ABE, EBE, privater E-Scooter-Verkehr. Was bauen wir in Deutschland für tolle EKFs? Das alles haben wir uns jetzt überlegt, wollen wir besprechen mit Florian Wahlberg, den wir nachher als Studiogast haben. Und sagen erstmal herzlich willkommen zu Folge 8, Lars Zemke am Apparat und Ramon Göden, hallo. Wie gesagt, wir haben heute Florian Wahlberg am Rohr, am Telefon und wollen den entsprechend interviewen. Wie sieht's aus um sein Geschäft? Wie viel Roller verkauft er oder macht er morgen zu? Wir wissen es ja nicht, vor allen Dingen, wir nehmen ja den Privatverkehr da draußen gar nicht richtig wahr. Die Welt redet eigentlich nur über die Verleiher, was mich persönlich echt nervt. Und das ist auch mal das Erste, was mich da draußen anspringt, wenn wir über E-Scooter reden. Oh, die Verleiher, die stehen ja nur im Weg. Und das ist ja eben nicht der Fall. Der Privatverkehr ist das, was uns bewegt und Mikromobilität nach vorne bringt. Und deswegen wollen wir heute Florian Wahlberg anrufen. Und ich hoffe, der hat ein paar entspannte und interessante Themen vor allen Dingen. Er ist ja einfach ein Typ, kann man ja so sagen. Und von daher freue ich mich jetzt auch wirklich drauf. Am Telefon jetzt Florian Wahlberg. Wir freuen uns sehr, dass du nun heute für uns endlich Zeit hast. Hallo Florian. Hey, moin Lars, ich grüße euch. Na, hallo. Alles gut bei euch? Ja, wir freuen uns jetzt über Folge 8 und wollen mit dir so ein bisschen über Elektro-Kleinstfahrzeuge in Deutschland reden und vor allen Dingen. Zeit. Ach, das ist nett, das ist sehr nett. Super. Ja, also ich habe ja in der letzten Zeit gelernt, du gehst jetzt durch jeden Podcast und jetzt bist du auch bei uns. Richtiger Medienprofi sowieso. Und durch jeden Podcast natürlich nicht, aber durch die Podcasts, die ich toll finde und die mir am Herzen liegen. Und da ist natürlich echt die höchste Zeit, dass ich endlich bei euch lande. Kann ja nicht wahr sein, dass es hier ein paar Leute gibt, die sich echt festbeißen in mein absolutes Lieblingsthema und dass ich mich da nicht aufdränge, das funktioniert nicht. Darum freue ich mich extrem, dass wir heute so jung zueinander finden. Klasse. Wir kennen uns seit knapp über einem Jahr. Wir sind das erste Mal begegnet auf der ISPO 2019 auf der Couch von einer Longboard Embassy. Da saßen wir zusammen und nebeneinander und dann dachte er so, huch, Mensch, wer ist denn das? Basecap schief und der ist Chef von einem Laden, aber ja, das hast du mir jetzt eindrucksvoll bewiesen das letzte Jahr, dass du das sehr gut kannst. Und und daraus hat sich jetzt wirklich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, wo wir uns wirklich in jeder Form austauschen und du uns auch nach vorne drückst. Nicht finanziell, will ich gleich sagen, du sponserst uns nicht oder hältst jetzt den Bundesverband am Faden und steuerst, sondern bist halt wirklich nur konstruktiv mit Rat und Tat dabei. Ja, da freue ich mich ja auch sehr drüber. Also auch über den Punkt, dass ich euch noch nicht finanziell unterstütze, weil ich mir das natürlich gar nicht leisten kann. Aber ehrlich gesagt, wirklich, es ist mir ein wahres Fest. Wir werden ja auch demnächst ein wenig näher zusammenrücken, was hier die, ich würde mal sagen, die Landesvertretung Nord angeht. Da freue ich mich ja überall wirklich sehr drauf, dass wir einfach ein bisschen mehr zusammen spielen können. Ja. Das finde ich echt toll. Ja, vor allen Dingen, dass ihr jetzt so ein bisschen die Hamburger Politik jetzt so ein bisschen attackiert, also nicht attackiert, sondern die sind ja wirklich wohlwollend unterwegs, war, wie ich so gelernt habe. Du hast ja da gute Kontakte und es passiert ja was. Ja, ich muss auch wirklich sagen, also ich meine, ich mache das jetzt echt schon eine ganze Weile. Ich bin ja wirklich seit 2003 mache ich Elektroroller und stelle ich Elektroroller her. Jetzt seit 2011 habe ich die Urban Electrics gegründet und bin eigentlich seit 2011 dann dabei mit dem, was wir jetzt tun, wirklich auf die Politik einzuwirken. Das heißt, die Elektroroller, die wir herstellen, waren ja von Anfang an nie legal, weil sie ja keinen Sitz hatten. Und das fand ich so geil und absurd zugleich, dass ich gesagt habe, ey geil, zum einen baue ich erstmal die Fahrzeuge jetzt, weil das einfach mega naheliegend ist, dass man die nutzen kann und kümmere mich parallel darum, dass sich halt Gesetze ändern und steige da ein. Und das Besondere, was ich immer empfunden habe, war, es ist nicht erlaubt, aber absurderweise sind alle dafür, dass man die Gesetze ändert, aber keiner weiß, wie es geht. Und jetzt, wo du sagst, von wegen, ja, die Politik, die sind ja alle dafür, ich kann wirklich sagen, ich habe eigentlich wenige Politiker gesprochen, die das total albern fanden, bis auf Christian Lindner. Der fand das richtig scheiße. Aber lustigerweise hat er das danach in späteren Interviews irgendwie das Gegenteil davon gesagt, aber das steht für sich. Also auf alle Fälle will ich sagen,
die Politiker sind durchweg dafür. Und diverse Gespräche mit hier in Hamburg mit den Grünen ging eigentlich mal darum, ja, wir wollen das hier gerne machen, aber es ist ganz schwer gegen diese, ich will es mal sagen, gegen dieses Wirrwarr von Regelungskonstrukten anzukommen und überhaupt einen Weg zu finden, eine Veränderung vorzunehmen. Mhm. Genau, dieses Wirrwarr, da wollen wir heute auch ein bisschen aufklären. Deswegen haben wir auch im zweiten Teil den TÜV Hessen, Michael Kunz, am Apparat. Mhm. Und der wird uns ein bisschen mehr zu Klage und nicht zur Klage, Blödsinn, sondern nur zur EBE und ABE sagen. Wie man das macht, ob man es macht. Ja, und vor allen Dingen, da will ich jetzt gar nicht mit meinem großenhaften Laien einlesen, jetzt hier tönen und so geht's, sondern das lassen wir uns ganz genau erklären. Aber mit der Aufklärung, was du sagtest, das erlebe ich ja jetzt, ich sag's mal salopp, mit meiner Stammtischpolitik, wenn ich irgendwie bei irgendeinem Geburtstag oder in einer Kneipe mit Leuten zusammensitze, die dann fragen, naja, mit dem E-Scooter, na mein Gott, da hast du doch keine Probleme, da kannst du doch auf der Busspur fahren. Und dann sagst du, nein, kannst du nicht, weil du fährst ja ein Kraftfahrzeug. Und dann, dann gibst du das erste Mal große Augen, dann bist du das zweite Mal mit der Promillegrenze unterwegs, dann sagt jeder, naja, nun ist halt Fahrrad. Und dann sagst du, ja, Fahrrad ist 1,6, aber Kraftfahrzeug ist 0,49. Nein, Fahrrad ist 1,6, das kann ja gar nicht sein. Und also ich habe es jetzt gerade erst wieder vor zwei Tagen erlebt, also diese ganze Hin und Her. Es blickt, auf Deutsch gesagt, kein Schwein durch, aber von Seiten unserer Politik und Gesetzgebung setzt man so völlig normal voraus. Also das heißt, ach Mensch, Herr Zemke, das ist doch ein Kraftfahrzeug. Das ist doch alles ganz klar. Warum machen Sie hier so ein Bohai darum? Ist es eben nicht. Und solange das keiner... Ja, aber keiner das Ding ist halt das, was ich halt immer... Entschuldige, dass ich... Nee, das, bitte, ich, bitte, ich bin, immer bin hart, ich bin hart emotionalisiert, weil ich kann mich abhalten. Ja. Ich finde halt, das ist halt so geil, dass natürlich diejenigen, die sich den ganzen Tag in diesem Regelungswirrwarr bewegen, natürlich ist das für die selbstverständlich. Ich finde es allerdings auch... es ist eine sehr, sehr ungeschickte und eigentlich auch überzogene Erwartung, wenn man von den Menschen, die sich in diesem Regelungswirrwarr auskennen müssen, um quasi beratend in diesem Umfeld agieren und arbeiten zu können, wenn man von denen erwartet, das zu ändern. Weil das ist aber nun mal jemand, der vom Wesen her sich sicher in einem solchen Umfeld bewegt, der ist vom Wesen her nicht unbedingt derjenige, der das gesamte System umwirft und es zu einem Einfachen verändert. Und das finde ich halt so schwierig, weil letztendlich diejenigen, die sich darin bewegen, sich darin auskennen, sich sicher fühlen und die aber auch jetzt letztendlich diejenigen sind, die Zünglein an der Waage sein sollen für eine Veränderung. Mhm. Und das wird nichts werden. Das geht nicht. Mhm. Jemand, der eher vom Wesen her ein Verwalter ist oder ein jemand, der sich in einem bürokratischen Umfeld zu Hause fühlt, ist halt kein Innovator. Das geht nicht. Darum haben wir auch so einen verdammten Stillstand, was diese Regelungsveränderung angeht. Es kommt ja kein Mensch auf den Gedanken, mal in Frage zu stellen, ob die Regelung und die gesetzlichen Vorgaben über Kraftfahrzeuge von 1968, wann das war, irgendwie, ob richtig, die vielleicht mal in Frage gestellt werden könnten, ob die vielleicht mal verändert werden könnten. Wie hat das ist ja, oh, was? Das Gesetze wieder verändert, oh, habt ihr es gehört? Oh, nee, komm, wieder, wir machen das mit den Brötchen. Ne, das ist so, willkommen in Deutschland. Ja, das ist das große Problem. Und das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir in die Diskussion eintreten. Aber Ramon, du musst jetzt auch. Weil wir hatten das Thema ja auch mit Innovation beim BMVI-Termin. Ich glaube, das war der zweite Austauschtermin. Da warst du nicht da. Da bin ich, war Florian auch gewesen. Und da war ja auch die Frage, naja, Sie wissen ja gar nicht, was kommt alles noch, ne, Kinderwagen, irgendwelche anderen Fortbewegungsmittel, ja, Sie müssen da sowieso noch mal ran, weil die waren ja partout so beratungsresistent, dass sie denn da auch gar nicht weder an die EKV ran wollen, noch an irgendwelchen gesetzlichen Regelungen. Da sind die beratungsresistent da in dem Feld. Ja. Deswegen war auch gut, Florian hat das ja auch angesprochen, der war ja, ich sag mal, so eine Rampensau, ja, der das auch ganz klar schön gesagt hat. Also wie immer. Ja, wie immer. Um den nochmal klar zu machen, in welcher Situation wir alle da eigentlich sind. Ne? Wir haben diesen neuen geilen Scheiß und können nichts damit machen, außer irgendwo im Wohnzimmer stehen lassen, so in der Richtung. Ja, ich glaube, das ist, es ist echt schade. Ich meine, die eine Sache ist ja, welche Lösungen jetzt existent sind, sei es hier die
Skateboards oder Solo Wheels oder wie man sie auch immer zusammenfassen möchte. Also all die kleinen Elektrokleinstfahrzeuge, die halt quasi nicht im Rahmen der Verordnung reguliert werden. Aber es gibt ja auch schon vor 4-5 Jahren, als ich in den Gremien da in Brüssel zur Prüfnorm 17128 war, da haben schon Leute damals, Honda und Toyota, Fahrzeuge vorgestellt für zum Beispiel Gehbehinderte oder alten Fahrzeuge für, ich würde jetzt mal sagen, gehbehinderte Menschen oder Menschen, die einfach quasi nicht mehr fit genug sind, um sich mit dem Fahrrad fortzubewegen, die noch gehen können, aber die langen Strecken nicht mehr zurücklegen können. Und all das sind Fahrzeuge, die einfach hoch motorisiert sein müssen, damit sie zum Beispiel Treppen hochsteigen können, Treppen hochgehen können, die einfach nicht legal zu nutzen sind. Das heißt, wir verbauen uns mit unserem Regelungswahn auch Möglichkeiten, um wirklich auch gehbehinderten Menschen zu helfen, nicht nur quasi, ich will es jetzt mal einfach polemisch gegen uns sagen, quasi ein wenig Spaß, haha, wir wollen jetzt auch mal irgendwie mit dem Roller fahren, könnten aber auch zu Fuß gehen und denken, das ist besser, sondern einfach wirklich eine richtige Hilfe für Menschen, die einfach nicht mobil sind im Alltag, nicht mal denen wird geholfen und nicht mal die Leute haben die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zuzulassen. Und das war vor 4-5 Jahren. Und da haben wir drüber gesprochen. Das ist also, finde ich furchtbar. Ist es jetzt aus deiner Sicht nicht sogar schon schlimmer geworden jetzt eigentlich? Weil früher bist du ja so ein bisschen im Verborgenen gefahren. Da hat nicht jeder nicht jeder einzuordnen, die Fahrzeuge, sage ich jetzt mal bewusst ohne Lenkstange. Jetzt ist es so, wir klären ja immer mehr auf, wir stupsen immer mehr Leute an. Und jetzt muss ich mir so intern schon gewisse Vorwürfe anhören. Ja, Zemke, jetzt hast du alle heiß gemacht mit deiner Klage und jetzt kriegen wir nicht mal mehr Versicherungen für die Dinger, was ja aus meiner Sicht sowieso völlig illegal ist. Aber hin und gut. Und jetzt sind alle so heiß, jetzt können wir nicht mal mehr so im Verborgenen fahren und agieren. Also das war jetzt eher ein Rückschritt. Ich finde, es ist ein Rückschritt, in der Tat. Es ist vor allem ein vermeintlicher Fortschritt, der uns aber mit einem ganz, ganz, ganz zielgerichteten Stechschritt in eine Sackgasse katapultiert. Weil jetzt, durch diese Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge, die jetzt besteht, gibt es ja nun mal eine Lösung, mit der nun diejenigen, die am lautesten schreien und diejenigen, die am meisten Steuergelder einbringen, die ganzen Sharing-Unternehmen, erstmal glücklich sind. Und das heißt, ja wieso, wir haben doch einen Zugang geschaffen, es gibt doch erstmal eine Lösung, jetzt nervt doch mal alle nicht. Mhm. Das heißt, der große Druck, der ist weg, dass diese Lösung völlig inkonsequent ist und völlig abseits jeder Regulierung, die sonst irgendwo in der Welt gelebt wird, mit 20 km/h und frag mir nicht und 0,49 Promille und dem Prinzip auf der Straße fahren zu müssen und diese gesamten bekloppten Kleinigkeiten dieser Regulierung mal beiseite. Dadurch, dass es hier eine Lösung gibt, ist der Druck darauf, irgendetwas zu verändern, nachhaltig, um sich einem später nachfolgenden Markt zu öffnen, nahezu bei null. Und das finde ich richtig frustrierend, weil es einfach eine Lösung ist, die nicht geil ist. Sie ist erstmal okay, aber sie ist halt nicht innovativ, wenn man die Zukunft im Blick hat. Das ist jetzt also die Antwort auf meine Frage, Fazit von 8 Monaten EKFV. Ach so, hättest du mir diese Frage gestellt. Nee, ja, ich dachte, wie baue ich die ein? Aber du hast ja jetzt wunderbar darauf reagiert. Also so sehe ich es auch. Also es ist genau so. Wir haben eigentlich uns viel mehr Probleme geschaffen. Das Einzige, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, waren die E-Scooter der Tropfen, der uns jetzt in eine neue Diskussion über städtischen Verkehr gebracht hat? Ja, ich finde, das kann man natürlich so sehen. Ich finde halt, ich sehe das halt eher wie so ein Ballon, der konstant aufgepustet wird, der sich immer wieder flickt und dann angestochen wird und irgendwann platzt. Und dieser Ballon war wahnsinnig unter Spannung. Letztendlich ist der durch die Elektrokleinstfahrzeugverordnung, ist da gewaltig Luft rausgegangen. Und und dadurch wird es auch wieder eine Weile dauern, ehe das Ding wirklich platzt. Weil erst einmal gibt es ja eine Veränderung und dann werden die Diskussionen jetzt ganz groß werden über, warte mal, wir haben jetzt ja nun mal eine neue Fahrzeugklasse, was ist denn jetzt eigentlich mit den Fahrradwegen? Und dann muss erstmal müssen erstmal die Verkehrswege ausgebaut werden und dann gibt es wieder große Diskussionen über, frag mir nicht, wohin mit den Autos, Parkplätze und so weiter, bevor der Druck groß genug wird, dass dann noch einmal etwas passiert. Alter, das will ich aber sehen, dass sich dieser Druck wieder aufbaut. Also ich freue mich darüber und ich freue mich da mitzukämpfen wie ein Kranker. Ich muss da wirklich sagen, der Druck
ist jetzt erstmal weg. Also wenn wir von Zeitraum sprechen, du bist seit 2003 dabei, wir haben jetzt 2020. Jetzt ist es so, dass du damit Geld verdienst und sagst, Mensch, es läuft ganz gut. Übertrage ich das aber auf andere Fahrzeuge, wird mir ja eigentlich Angst und Bange. Wenn ich jetzt nur ansatzweise oder die Hälfte von dieser Zeitspanne mir überlege, dass da was passiert mit einer Regelung. Ja, wir haben jetzt die Bast-Studie, die neue Bast-Studie ist jetzt die Ausschreibung ausgelaufen, ich glaube vor einer Woche oder so. Ich bin gespannt, wer sich da jetzt beworben hat, wer den Zuschlag kriegt. Die soll wieder 3 Jahre laufen, also 3 Jahre. Und dann will man sich dann erst im BMVI entscheiden, ob man wieder was macht. Also in der Form, um Geräte ohne Lenkstange die Verordnung erweitert. Das ist ja der totale Wahnsinn eigentlich. Also, aber das ist, da weiß ich auch gar nicht, wie man da jetzt noch irgendwie noch Leute weckt. Also wir können jetzt wirklich nur noch mehr, indem wir jetzt die Landesverbände, die machst du ja jetzt mit, den Hamburger Landesverband, die Politik immer mehr anstechen und vielleicht auch gewisse Anleitungen mit auf den Weg geben, weil wenn die Politik sagt, wir wissen gar nicht, wie wir dagegen vorgehen, muss man ja jetzt irgendwie was ausarbeiten, glaube ich, schon langsam, weil sonst nimmt sich ja keiner, das ist ja ein hochkomplexes Thema. Also es geht um Verkehr, um Sicherheit und da lässt ja keiner irgendwelchen, wie sagen sie immer, Spielzeug mit rein, aber gleichzeitig sind es die hochgefährlichen Fahrzeuge. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das Prinzip von, es soll ein neues Fahrzeug in den Verkehr kommen und es muss eine Studie aufgesetzt werden und die BAST arbeitet da 3 Jahre lang und daran diese Prinzipien und diese Zusammenhänge und diese Prozesse werden sich, glaube ich, einfach nicht ändern. Dafür sind wir Deutschen einfach so, wie wir sind und dafür sind die Strukturen so, wie sie sind und dafür muss man auch sagen, spricht ja auch ganz vieles dafür, weil ganz viele Sachen, ich meine, laufen ja nun mal auch ganz gut bei uns. Natürlich kann man sich über sehr viele Sachen aufregen, aber manche Sachen laufen einfach dann doch ganz in Ordnung. Immerhin ist es so, dass du halt im Straßenverkehr, wenn was passiert, versichert bist bei den meisten Sachen. Ich glaube aber, dass man nicht, weil das halt so ist, unbedingt aufgeben muss, weil es gibt ja viele alternative Wege, wie man halt trotzdem zu seinem Ziel kommt. Man muss es einfach nur anders verpacken. Das können Studien sein, das können Testbereiche sein, das können Kooperationen mit Universitäten sein, das können bestimmte Testbereiche sein, Areale, Stadtbezirke. Das kann, also man findet mit Sicherheit Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass ich da jetzt gerade eine Idee hätte und im Köcher das Konzept habe, dass ich rausziehe und sage, tada, so ist es. Aber ich glaube, den Weg durch das dicke Brett zu bohren, das halte ich für nicht sinnvoll, weil ich glaube, das traue ich mir nicht mehr zu, nachdem ich jahrelang daran gebohrt habe. Und unterm Strich habe ich gemerkt, verdammt, okay, es ist der andere Weg, der dann doch geht. Ich glaube, ich würde es jetzt immer versuchen, über andere Wege zu gehen. Und wirklich die Kooperation mit Universitäten, Testgelände, Testbereiche mir suchen und dann sagen, okay, kann man hier nicht eine Sonderlösung in diesem Bereich schaffen? Und dann einen Erfolg berichten. Das ist ein erfolgreiches Projekt gewesen, weil, frag mich nicht, der Verkehr wurde umverteilt oder die Studenten sind alle mit dem Skateboard in die Schule gekommen oder in die Uni gekommen. Also das sind, glaube ich, Geschichten, die viel leichter zu verargumentieren sind, weil sie einfach gleich auch nochmal den Beigeschmack einer Studie haben. Mhm. Und ich glaube, ich würde es als nächstes so probieren. Mhm. Würdest du denn eigentlich denken, dass die EKFV so als Blaupause, Vorlage für so andere EU-Länder eigentlich einhält? Ich befürchte, das wird passieren. Mhm. Ich finde das sehr, sehr schade, weil die EKFV ja eigentlich auch nur so ist, wie sie ist, weil wir in Deutschland gesagt haben, Das ist doch ein Kraftfahrzeug. Mhm. Und das Prinzip, dass ein solcher Roller, der von den gesamten Werten her nun einfach und von dem gesamten Prinzip her einfach einem Fahrrad noch untergeordnet sein sollte und einem Pedelec erst recht untergeordnet sein sollte von der gesamten Funktionsweise, das aber von der Regulierung her oberhalb eines Pedelecs anzusiedeln, das ist die größte Absurdität und der größte. Ja gut, es ist juristisch logisch, aber dass sich dann das europäische Ausland an einer solchen absurden Regulierung orientiert, die ehrlich gesagt einfach nur die schlecht überholten juristischen Zusammenhänge unseres Regulierungssystems widerspiegelt, das finde ich sehr schade, aber es wird so sein, weil das nun mal einfach die strengste Regulierung ist, die es einfach in der Welt gibt. Keiner reguliert es so streng wie wir. Und dann sagen sie, oh, guck mal, das haben die Deutschen gemacht, das machen wir auch.
Ja, weil die Franzosen haben ja jetzt eine relativ schmale Regulierung eigentlich seit Ende Oktober auf den Weg gebracht. Jetzt ist ja bis 1.7. geht es ja jetzt nochmal mit einer zweiten Stufe weiter, also mit vorne und hinten Licht und Bremslicht, glaube ich, und elektronischer Hupe. Eine elektrische Klingel. Ja, so, ja, ja. Also sowas, aber ist ja dann nicht viel mehr. Und der Rest steht ja hauptsächlich Hinweise. Trage eine Sicherheitsweste, trage bitte einen Helm, nimm keine Kopfhörer mit. Also das ist ja, sag mal, so kann man ja auch erstmal vorgehen und die Sache beobachten. Und den fliegt es ja auch nicht um die Ohren. Ich würde mich freuen, wenn sich das so nachhaltig durchsetzt. Es gibt ja auch in Österreich schon lange die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu nutzen oder in der Schweiz. Und zwar ganz einfach, indem wir einfach sagen, so, ein Fahrrad ist das. Und dann haben sie einen Paragraph hinzugefügt und ein Elektroroller ist auch ein Fahrrad, also in Österreich. Mhm. Also einfach runtergebrochen. Sehr stark vereinfacht, aber vom Prinzip her so, das geht auch. Ich glaube aber, dass sich das irgendwann verselbstständigen wird und sich dort einfach Anpassungen einschleichen werden. Ich hoffe, dass sich das so wie in Frankreich durchsetzt. Ist das Einzige, was die elektrische Hupe angeht, ist ein bisschen albern. Mhm. Aber ich befürchte, die deutsche Regelung wird sich weiter breit machen. Aber gleichzeitig haben die doch viel mehr Fahrzeuge am Stand. Da dürfen ja nun alle fahren. Also mit und ohne Lenkstange und es funktioniert. Und ja, da haben wir ja, also würden wir ja nun mitbekommen, wenn jetzt in Frankreich, sag ich mal, schwere Unfälle passieren würden oder noch schlimmer, weiß ich noch, Menschen jetzt im Verkehr umkommen deswegen. Also es war ja ein Glück, toi toi toi, noch nicht der Fall. Aber Frankreich ist ja auch nicht klein. Also wenn ich jetzt sagen würde, in Andorra hat man das eingeführt, ja, okay. Aber wir reden hier von Frankreich und die haben ja auch ein paar Großstädte, wo man die Dinger nutzt. Du, also nicht missverstehen, ne? Ich spreche mich nicht dafür aus. Ich würd mich freuen, wenn das überall auf 25 km/h begrenzt wäre, besser noch auf 30. Aber 25 halte ich schon für realistisch, weil das halt auch vom Pedelec her verhältnismäßig etabliert ist. Hm. Das fände ich das Allerkonsequenteste. Und wenn man dementsprechend auch sagen würde, Elektro-Kleinstfahrzeuge, egal wie gebaut, Hauptsache die bremsen in einem vorgegebenen Maße und sind so beleuchtet, dass man sie sehen kann und dass man gesehen wird, die sind laufen prinzipiell unter der privaten Haftpflichtversicherung, das wie ein Fahrrad ja auch. Mhm. Das fände ich am allerkonsequentesten. Ich glaube halt nur, dass der Schritt, wenn erstmal eine konsequente Lösung und Regelung vorhanden ist, dazu, dass die möglichst strengste Lösung sich verbreitet, einfach der Schritt ist sehr klein. Also die nächste Gefahr, die ich eigentlich sehe, ist ja auch, dadurch, dass jetzt, ich sag mal, 90% der Fahrzeuge illegal sind, entwickelt sich der Markt nicht. Weil wir sind, wie wir in der letzten Folge von Ricky Lowak gelernt haben, gesetzestreue, normentreue Deutsche. Und deswegen wird sich von 10 Leuten maximal einer so ein Fahrzeug kaufen und sagen, ich fahre jetzt Monowheel illegal durch Deutschland. Somit, das stimmt. Sägen wir am eigenen Ast, also nicht wir selbst, sondern dadurch, dass wenn keiner was kauft, kann sich kein Markt entwickeln. Und somit haben wir eine Außenwirkung als Nische, Freaks, Stuntleute. Also da kommen wir ja nie raus. Also wir können ja jetzt ein Stück weit, glaube ich, manchmal nur noch die normative Kraft des Faktischen spielen und einfach raus damit und fahren. Ja? Aber jetzt ist es ja aktuell so scharf, dass jeder von der Straße gezogen wird, ohne Versicherung und ähnliches. Ja, das ist ganz doof gesagt, ne? Ist es ja auch eigentlich okay so, wenn es nicht erlaubt wird, dass die Leute das von der Straße ziehen. Weil wenn es halt nicht so wäre, dann hätten wir auch irgendwann Sodom und Gomorra. Und jeder Polizist, dessen Aufgabe das ist, sich darum zu kümmern, dass Gesetze durchgesetzt werden und für Zucht und Ordnung sorgen soll auf den Straßen, der darf ja nicht einfach weggucken. Der geht ja nicht. Mhm. Das heißt, ich finde halt eher, ich finde es auch schlimm, so auf die Art und Weise, wie es momentan quasi eine sich entwickelnde Industrie runter oder wegreguliert. Aber unterm Strich darf man auch nicht vergessen, dass die gesetzliche Regelung, so wie wir sie einfach immer schon haben, nicht die Aufgabe hat, einen Markt zu entwickeln, sondern ein sich entwickelnder Markt muss sich für Gesetze einsetzen. Darum sind in den gesamten Gremien, in den ganzen technischen Prüfnormen, Arbeitsgruppen, darum sitzen da ja auch keine Politiker, sondern Menschen aus der Industrie, die sagen, ein Bürostuhl ist sicher, wenn er 90 Grad zu den Beinen aufgebaut ist, keine Ahnung. Ansonsten rutscht du runter und brichst dir die Hüfte. Wenn man darum, das machen halt Leute, die da Profis sind. Und das machen keine Politiker. Also unterm Strich
werden die Prüfnormen von den Experten gemacht. Und unterm Strich ist es auch so, dass sich jetzt die Elektrokleinstfahrzeugverordnung nur geschaffen hat, weil der Markt das wollte und weil der Markt gedrängt hat und weil die Leute das durchgesetzt haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist es, ja, dass immer wieder Leute von der Polizei angehalten werden, die Strafzettel kassieren. Und das Allerschlimmste ist, dass es irgendwann immer mehr Verletzte geben wird. Das ist das Allerschlimmste natürlich. Aber irgendwann, wenn das halt sich häuft, wird es irgendwann eine gesetzliche Regelung geben, die dann irgendwann heißt, wir können es offensichtlich nicht verbieten. Lass uns einfach einen koordinierten Zustrom organisieren, wie es erlaubt ist. Es geht nicht anders. Unser System gibt das nicht anders her. Ist ja jetzt also schon ein Vorteil oder ja eine Neuerung, dass wir jetzt den, ja, ist es ein Kästchen oder nur ein Bemerkungsfeld, Elektrokleinstfahrzeug im Unfall verwickelt? Also ich glaube, ist es seit 1.1. und dann kam es jetzt mit der StVO-Novelle, dass die Polizei uns ja nun jetzt erfassen kann, wenn ein Unfall passiert mit so einem Fahrzeug, dass man das dann statistisch auswerten kann und dass man dann am Ende sagt, ach, wir haben ja jetzt so und so viel prozentualen Unfälle. In dem Zusammenhang. Weißt du, ob in diesem Zettel, weißt du, in diesem Zettel, wird es da unterschieden auch zwischen einem Fahrrad und einem Pedelec? Weißt du das eigentlich? Das weiß ich nicht. Nehmen wir mal mit. Weil das finde ich ehrlich gesagt ein Punkt. Das finde ich ja total spannend, weil alles andere in einen Topf zu schmeißen und nur die Elektrokleinstfahrzeuge rauszuholen, das wäre ja mal wieder Mobbing. Ja, ne, schreib auch mal auf, wenn du es aufschreibst, auch ein Pedelec S, ne? Das müssen wir ja auch mal. Ja. Die Unterscheidung zwischen 25 und 45 ist ja nun der 20 km/h. Wobei, es muss unterschieden werden. Ich hatte ja im letzten Jahr in dem einen Forum, da war ja die Polizei aus Brandenburg da und die hatten ja eine klare Statistik und da wurde ja aufgeführt, Pedelec. Und in der Form, wie viele Unfälle es gibt und wie viele Herrschaften ohne Helm, mit Helm und Altersgruppen und. Also das wird schon unterschieden. Aber ich denke, jetzt sind dazu die E-Scooter oder Elektro-Kleinstfahrzeuge gekommen. Aber ich würde es mal mitnehmen. Das ist, ist eine gute Frage, wie das ausschaut. Ja, ist ja bald wieder BMVI-Termin im Mai. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Da bin ich gespannt. Da gucken wir mal. Die Liste wird ja immer länger, wer da alles eingeladen ist. Also von daher, ich hoffe, da kommen auch endlich jetzt mal ein paar mehr als immer nur dieselben. Wir haben aber genau das Thema, was ich als nächstes sprechen möchte, Privatverkehr. Das wird mir total wenig eigentlich in der Presse, in der Öffentlichkeit erwähnt. Es gibt ja zwei Gruppen, das ist einmal der Verleihverkehr und einmal der Privatverkehr. Wir bashen immer alle auf den Verleihverkehr, also nicht wir, aber die Öffentlichkeit oder die Medien. Aber der Privatverkehr passiert ja, das hattest du, glaube ich, auch letztens erwähnt, im Verborgenen und über diese erfolgreiche Situation postet, blockt und spricht ja keiner. Also man macht es einfach jeden Tag so wie essen, trinken und nutzt sein Fahrzeug. Und auf was ich jetzt hinaus will, das hast du ja eigentlich, wenn du denn deinen rechnungsstellenden Mitarbeiter dann mal fragst, was du am Tag, in der Woche, im Monat verkaufst, ist es zunehmend, wird es immer mehr, rennen die dir die Bude ein oder sagst du ja, okay, ist jetzt für die 8 Monate EKFV alles in Ordnung? Nee, also wir haben schon wirklich Probleme mit dem Nachliefern, muss man einfach ganz klar sagen. Also die rennen uns förmlich die Bude ein, vielleicht auch, weil wir einfach die längste Historie am Markt haben, was einfach Elektroroller angeht, was Elektrokleinstfahrzeuge auch angeht und weil wir halt laufend Testsieger sind, vielleicht ist das daher so ein bisschen unfair. Ich kann das, weil wir halt natürlich auch ein Gefälle haben unterhalb den Modellen. Aber unsere Premium-Modelle werden uns förmlich aus der Hand gerissen und wir kommen gar nicht hinterher. Und das ist schon bemerkenswert. Das, was ich allerdings auch beobachte, und da hätte ich nichts mit gerechnet, ist, dass sich das Niedrigpreissegment dann doch sehr aggressiv entwickelt. Also ich will mal sagen, dass das Segment unter 6,99, 7,99. Da ist dann doch richtig viel, da tummelt sich richtig viel und da wird sich mit Superlativen an Spezifikationen gegenseitig überboten und da sind Geschichtenerzähler unterwegs, die sind echt Wahnsinn und die Leute kaufen es trotzdem und wundern sich, wenn sie halt mit einem, ich will keine Namen nennen, mit einem Roller für 3, 4, 5,99 irgendwie, wenn da der Reifen nach 10 Meter platzt, wenn die Bremse nicht geht, wenn der Akku nicht funktioniert, also dass sich da so viel dreht und dass die Leute letztendlich das dann auch wirklich kaufen, wissentlich, dass man für 3,99, 4,99 nichts bekommt, was gleichwertig ist mit einem Tausender oder sowas, das hätte ich nicht so aggressiv eingeschätzt, muss ich gestehen. Aber brauchen wir nicht in unserer Situation so den Volksroller? Ja, wir brauchen letztendlich natürlich alles,
Man braucht natürlich den Volksroller für kleines Geld mit okayen Leistungen. Wir brauchen den, aber auch den Premium-Bereich. Das aber vor allem, was wir vor allem brauchen, ist, ich würde mal sagen, eine Schmerzgrenze, um die Reputation dieser ganzen Fahrzeugklasse nicht zu zerstören mit zu viel Schrott. Mhm. Weil wenn sich einmal etabliert, dass ein Haus abbrennt, weil irgendjemand wieder eine billige Akkuzelle benutzt hat und oder ein billiges Ladegerät, keine Ahnung, und dann brennt das Haus ab und das passiert das zweite oder das dritte Mal, dann heißt es, oh, die Elektroroller. Jetzt kommen auch noch die ganzen Schrottroller, die das Haus abbrennen. Mhm. Das ist halt, das heißt, wir brauchen da schon eine Untergrenze, eine Schmerzgrenze von was ertragen wir und was lassen wir nicht mehr zu. Das ist schon wichtig. Mhm. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr, also Gespräch und Fokus auf den Privatverkehr, also Storytelling, nenne ich es jetzt einfach mal. Dass man den Leuten klar zeigt, also da draußen nutzen Leute wirklich Roller und ich höre jetzt auch des Öfteren mal wieder, dass einer sagt, Mensch, ich habe gestern hier Ausfahrt da und da, fuhr auch wirklich auf der Straße jemand mit einem Roller. Es ist ja... Sorry, dass ich dich unterbreche. Mir ist an diesem Punkt eine Sache wichtig. Mhm. Ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wie man Qualität bewertet. Weil, wenn du dich im Internet umguckst, es gibt ganz viele Vergleichsplattformen, die technische Spezifikation vergleichen. Mhm. Und da heißt es, der eine Hersteller sagt, der Roller kommt 20 Kilometer, der andere kommt 40, der andere kommt 80 Kilometer weit. Und die Leute sagen, oh, der kommt 80 Kilometer weit, dann ist der wohl besser, der Roller. Oder der ist leichter, also nehme ich den. Mhm. Oder der sagt, er hat 800 Watt im Peak, den nehme ich dann den Roller. Mhm. Aber dass die Reichweite vielleicht komplett ausgedacht ist oder getestet wird mit 60 Kilo Last bergab oder dass das Gewicht, was gering ist, auch heißt, dass der Roller leichter zerbricht oder ne, dass die hohe Wattzahl im Peak aber auch heißt, dass der Motor heiß wird und schneller kaputt geht. Das sind so Sachen, das kann man aus so einer Vergleichsplattform nicht rausnehmen. Und dafür ist überhaupt kein Verständnis da. Und das ist das, wo einfach ganz dringend Informationsbedarf besteht. Ja, das stimmt. Also unterschreibe ich es 1:1. Gehen viele Leute falsch ran beim Rollerkauf? Dass sie erstmal gucken von wegen Range? Wie komme ich ja unten? Kommt der gewissen 120 Kilometer weit? Und ich gehe nur in dem Bereich? Ist ja ähnlich wie mit einem E-Auto, denke ich mal, irgendwo die Diskussion. Ja, aber beim E-Auto hast du Regeln. Also da gibt es, ich komme jetzt leider nicht auf die Abkürzung, es gibt aber so einen Standard des Testens, wo du sagst, wegen der Reichweite. Also ich glaube WHR oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, wo du dann im Grunde genommen sagst, also das Auto fährt 500 Kilometer unter diesen Voraussetzungen und da steht dann halt drin, okay, es fährt, wenn du 120 fährst, konstant, sage ich mal jetzt, ja, dann kommst du so weit. Fährst du natürlich 200? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich meine jetzt die Reichweite auf das Anwendungsbeispiel. Also, dass wenn ich sowieso und jeden Tag immer nur von der Bahn ins Büro und von der Bahn ins Nachhause fahre und sowieso vielleicht nur 11 oder 12 Kilometer reise und dann schon wieder eine Steckdose habe, dann ist ja für mich nicht so der Fokus zu sagen, ich brauche 120 Kilometer Range mit dem Ding. Weil das brauche ich sowieso nicht. Ja, also von daher sage ich ja lieber, oder dieses Verständnis, wie behandle ich meinen Akku richtig? Ja, dass ich nicht mal sage, voll leer, sondern auch mal einfach immer den so zwischen 70% und 80% am besten halte und da lade. Das sind ja so Dinge, die sollte man einfach auch mal des Öfteren erzählen und vor allem auch in diese Berichte schreiben. Da wird immer nur eben klar, wie du ja selber sagst, so wie ich ein Notebook kaufe, die Dinger stehen alle nebeneinander und dann wird verglichen und am Ende heißt dann, der hat viel zu kleine Räder, aber die sind hier besser. Man muss halt auch ein bisschen so an sein Anwendungsbeispiel denken. Wie geht man damit um? Absolut richtig. Es gibt zum Beispiel hier so ein paar Gassenhauer, die sich wahnsinnig gut verkaufen, die dann Reichweiten haben, 40, 50, 60 Kilometer. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal 60 Kilometer am Stück gefahren seid im Stehen auf dem Roller. Also das ist ja so ein Wahnsinn. Kann ich dir sagen, kein Mensch macht das. Ja. Ja, noch nie. Ich meine, ganz im Ernst, da stehst du 3 Stunden, das machst du doch nicht. Dafür die Entfernung, da hast du einen Sitz und dann nimmst du ein Mofa, ein Moped oder ein Fahrrad oder 30 Kilometer mit der Bahn. Und trotzdem ist es aber so, dass die Leute das wollen. Ende vom Lied wird sein, dass jeder die billigste Akkuzelle nimmt, in den Akku reinprügelt, um die Kosten irgendwie zu gewährleisten, nur um in dem Excel-Listen-Vergleich vorne zu sein. Und dann kaufen die Leute sich reihenweise Spezifikationen, die 10-mal drüber sind, die sie überhaupt nicht brauchen. Und am Ende kaufen sie Quatsch. Und das ist der Bereich, den müssen wir jetzt lernen. Das wird lange dauern.
Aber das erlebst du auch regelmäßig bei dir. Also du führst ja auch natürlich Kundengespräche, wenn dann jemand kommt, ich brauche mal wieder, weiß ich nicht, 10 Roller und ich muss aber dann mit 120 Kilometer mitfahren, dann argumentierst du ähnlich und sagst dann, nee, also jetzt denken sie doch. Ja, natürlich. Also ich muss auch wirklich gestehen, man muss dafür auch nicht in Schönheit sterben. Ne? Wir haben natürlich auch in der Produktentwicklung die Diskussion darüber, wie viel Reichweite wir nehmen. Und ich muss gestehen, es fällt mir ganz schwer, meinen Prinzipien treu zu bleiben, keinen billigen Short einzubauen, um einfach dem Kunden recht zu machen. Weil irgendwie muss ich sagen, es gibt ja Grenzen, da lässt man sich beeinflussen, aber es gibt dann halt auch Punkte, wo man sagt, nee, das reicht mir, das mache ich nicht. Mhm. Das mache ich nicht mehr mit, weil ich einfach, da ist meine Berufsehre einfach, die schreit. Ne? Und ich muss wirklich sagen, es treibt mich dann trotzdem häufig an diese Grenzen, weil ich einfach merke, dass die Leute das wollen. Und wenn ich sehe, dass jemand 10 Roller verkauft mit einer wirklich unterirdischen Spezifikation, mit furchtbaren Materialien, die er verbaut, während ich 2 verkaufe und sage, aber dafür habe ich aber hier mit Gürtel und Hosenträgern und sicher und Samsung oder Sanyo oder LG Zelle und ein Smart BMS und frag mich nicht, und der Roller frag mich nicht, kämmt dir auch die Haare, dann ist das natürlich eine Sache, die macht was mit mir, ne? Das ist klar. Und ja, unterm Strich, glaube ich, zahlt sich unterm Strich aus. Mhm. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist nicht immer leicht. Also es fehlt eigentlich ein Bundesverbandsprüfsiegel. Absolut, ja. Hat schon mal jemand gefragt, ob ihr noch einen Sitz draufbauen könnt? Ja, andauernd. Das ist ja das, wo ich ursprünglich herkomme. Ich habe ja früher für eine Marke produziert, die Tante Paula heißt. Tante Paula Elektroroller. Und das waren Mofas, also Elektromofas. Eigentlich letztendlich das, was wir jetzt auch mit E-Grid oder die Urban machen, nur einfach mit einem Sitz drauf und dafür dann aber flutliche Technologie mit Bleigel-Akku oder Bleisäure-Akku und Kettenantrieb. Und letztendlich unsere Roller mit einem Sitz drauf wäre letztendlich genau das, nur da kommt dann wieder das BMVI und sagt natürlich, warte mal eben, Elektro-Transportzeug mit Sitz, das ist ja dann L1E, das ist ja ein Mofa. Andere Zertifizierung, hier hast du deine 1000 Seiten Vorgaben, bitte zertifizieren wir mal anders einfach, bitte anders anmelden. Aber ja, passiert laufend wieder. Wir haben eine Edition gemacht für Hümer und Detlefs, hier der Wohnmobilhersteller. Und das liebste Zubehör, was die sich kaufen, ist ein Sitz, den sie sich raufschrauben. Und da müssen wir immer ein großes Schreiben mitschicken und sagen, bitte vorsichtig beim Montieren dieses Sitzes, erlischt sofort die Zulassung, die Versicherung, bitte nur auf Privatgelände nutzen damit. Die müssen wir immer mitreichen, ja. Das wird die Skateboard, Elektro-Skateboard-Hersteller reinlegen, legt ihr jetzt rein mit dem Sitz. Weil es ist ja, ja genau andersrum. Nur auf Privatgelände. Ja, genau. Das ist ja krass. Ganz genau. Ja, das ist echt albern, aber es ist so. Und letztendlich nur, weil keiner die Eier hat, mal zu sagen, ey, wirklich Kraftfahrzeuge mit 20 km/h und 500 Watt wirklich kommen. Ey, bis 25 km/h ist alles erlaubt, nervt mich nicht. Mhm. Also nur, weil das keiner macht, der ganze Scheiß, also wirklich. Wo wir gerade bei Extras sind, wann montierst du denn Blinker? Das tut mir weh, das tut mir richtig weh. Aber sind die nicht vom Tisch? Sind die nicht vom Tisch? Ja, ich hoffe jetzt. Florian sagt, das ist vom Tisch, also Quatsch. Schluss damit. Also ich muss wirklich sagen, das ist so ein Haufen Schrott, der Gedanke, das vorzugeben. Aber ich finde es trotzdem total nachvollziehbar, dass manche Leute gerne einen Blinker haben wollen. Und darum finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass in der Verordnung jetzt steht, Blinker sind zulässig. Und so ist es eigentlich in der Dosis, finde ich es völlig in Ordnung. Ja, weil das lässt ja den Markt entscheiden. Und jemand, der es will, der soll es doch machen. Das ist doch toll, wenn das jemand möchte. Ja. Aber unterm Strich, das verpflichtend dran zu bauen, dann sieht das aus wie so ein scheiß Weihnachtsbaum, der Roller. Mit über hier nochmal was und da noch was und da noch. Und dann fällt er einem auf die Seite und alles ist kaputt. Das ist doch Quatsch. Mhm. Und auch die Blinker an Lenkerenden. Dann hast du einmal eine dicke Jacke an und dann siehst du den Blinker nirgendwo. Also das ist doch einfach Blödsinn. Und der Blinker links und rechts neben so einem kleinen 8,5-Zoll-Rad, da kannst du links ja nicht von rechts unterscheiden. Also, und dann hast du noch mehr Kabellage. Okay. Und jetzt muss man dazu sagen, Blinker an einem Fahrer montieren interessiert niemanden. Ne? Nee. Das könntest du einfach machen. Oder an einem Pedelec. Ich habe letztens sogar gelesen, da hat das einer gemacht mit seinem Fahrrad. Ach. Und dann hat, als es dann doch zu einer brenzligen Situation kam und dann sagte der Fahrradfahrer zum Autofahrer, haben Sie nicht meinen Blinker gesehen? Und dann hat er ihn völlig entgeistert wohl angeguckt und gesagt, Fahrräder und ein Blinker? Da achte ich natürlich gar nicht drauf.
Ja, also ist einfach albern. Also ja, es ist wirklich albern. Ich finde auch, also die Argumentation war ganz sinnvoll, sich einfach mal zu überlegen, ob das eine vermeintliche Sicherheit schafft. Ich habe doch geblinkt, ich habe doch einen Blinker, also muss ich nicht mehr richtig gucken, also muss ich nicht darauf achten, ob ich vielleicht mich, egal wie, mit Hand, mit Bein, mit dem Körper oder stehen bleiben und links über die Straße ziehen, bemerkbar mache. Weil einfach, es ist einfach Fakt, du bist mit dem Roller, mit dem Fahrrad, mit dem Skateboard, du bist im Straßenverkehr immer der Schwächere. Hm. Immer. Du musst einfach darauf achten, ja. Und du bist aber auch mit einer Harley Davidson und mit einer 750 kWZ bist du auch der Schwächere. Und da kannst du 300 Blinker da dran haben. Du musst darauf achten, weil das hilft dir recht haben, wenn du danach im Rollstuhl sitzt. Richtig, genau. Einfach mal Gehirn einschalten und sich vorher Gedanken absolut machen. Jetzt wollte ich noch was fragen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe so viel aufgeschrieben. Und zwar zum Thema Verleihverkehr. Ich muss ja einfach mal noch, ich will nicht sagen, das böse Wort sagen, aber wie gehst du denn jetzt damit um, die Entwicklung? Würdest du begrenzen? Würdest du sagen, so Hamburg 2000 Stück überall und Schluss damit? Und oder hier jetzt, was wir jetzt auch diskutiert haben, was in der Abstimmung war zum Bundesrat, die müssen hier Flächennutzung bezahlen. Wäre das eine Lösung, dass wir den Griff kriegen oder einfach weiter Feuer? Leider Feuer, nee. Also ich finde, ich bin ja ein Freund von Feuer frei, aber es gibt natürlich auch Grenzen, die man irgendwie einhalten muss. Und es gibt ja so auch so ein paar Prinzipien, die ich an unserem mega überregulierten Staat einfach echt ganz okay finde. Da muss man einfach mal sagen, das Prinzip von öffentlichem Raum, um den sich öffentlich gekümmert wird und wo es einen regulierten Einsatz gibt von Sachen, dass nicht jedes Ladengeschäft seine Tisch herausstellen kann und dass du nicht einfach mit deinem Auto auf dem Fußweg parken kannst. Das ist, ja, irgendwie bin ich dann irgendwie im tiefsten Inneren einfach dann doch urdeutsch. Ich finde das ganz okay. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dass du, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich mache in Berlin alle 50 Meter ein Ladengeschäft auf und das Ladengeschäft besteht aus jeweils drei Rollern, die ich in die Straßenecke stelle mit dem Preisschild. Und dann steht da jemand daneben und will die verkaufen. Und wenn ich das mache, über ganz Berlin verteilt oder in Hamburg oder in Köln, und da stelle ich 3000 Roller hin, die ich verkaufen will, und da steht jemand daneben und verkloppt die, dann wird es aber nicht lange dauern und ich habe jemanden vom Ordnungsamt an der Backe. Auch wenn ich mit einer Kneipe komme und einfach sage, ich stelle jetzt meine Tische nach draußen und verkaufe da Bier auf der Straße. Das gibt aber sofort einen sagenhaften Einlauf. Und das Prinzip, dass dann Car2Go, DriveNow oder ShareNow oder Tierboy, FlashCirque, you name them, dass die kommen und diesen öffentlichen Raum, der doch so behütet wird und der doch so bewacht wird und beschützt wird als unser heiliges deutsches, aufgeräumtes urbanes Umfeld, und dass die das natürlich jetzt vollpflastern und dafür nichts zahlen müssen. Ich finde es einfach ein bisschen unfair. Ich finde es einfach nicht fair und nicht angemessen, vor allem, weil es so leicht wäre, das einfach zu regulieren. Und einfach zu sagen, pass mal auf, einmal im Jahr wird sich beworben und dann gibt es drei Positionen und dann gibt es drei Strikes. Wenn du es verboxt, bist du nach dem dritten Strike draußen oder nach dem 30. oder frag mir nicht was. Und dann gibt es ausgewiesene Flächen, dafür wird gezahlt. Und dann ist es eine ganz lebendige Sache, die integriert wird in den urbanen Verkehr. Das fände ich schön. Und vor allem wäre es dann auch leichter, dieser polemischen Berichterstattung, die sich so aufgeilt an dramatischen Momenten, irgendwie wird dem auch ein wenig Einhalt geboten. Hm. Hast du denn, so wie ich den, du warst ja bei, vor zwei Tagen haben wir, glaube ich, den Podcast bei den Freifahrt-Podcast, können wir ja mal sagen, da warst du ja auch dabei, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der Stümpel da war, der hat das ja in seiner Sendung, Lars hat ja nur die ersten 10 Minuten gehört, wie ich verstanden habe. Nein, ich hab den Rest dann auch gehört, aber da musst du erstmal in die Tischkante beißen und eine Mail schreiben. Und ich bin ja in den letzten 8 Minuten, die muss ich nachher noch im Auto hören, war ja auch, der hat das ja auch jetzt vertreten, ne? Der hat ja auch gesagt, Mensch, das ist öffentlicher Raum, ne? Warum müssen die dafür nichts zahlen? Und es muss doch reguliert werden, und hat sich dafür auch dann im Grunde genommen stark gemacht, ne? Dass der Platz halt. Ein großer Spaß beim BMVI-Treffen, immer wieder auf dem Grundgesetz Paragraph 3 rumzureiten, Gleichbehandlung. Ja. Das ist ein Grundgesetzversuch. Immer wieder. Ja. Aber der Schmerz ist ja nicht groß genug. Also Berlin hat es vorgeschlagen und die anderen haben es nicht verstanden, alle Bundesländer. Also es ist ja relativ schnell
kassiert worden, die Aktion. Wo klagt man denn eigentlich einen Grundgesetzverstoß an? Wen zeigt man dann an? Ich hätte große Lust, ein Riesenfass aufzumachen und einfach mal sagen, Gleichbehandlungsprinzip, ich möchte ganz gerne über ganz Berlin verteilt Läden aufmachen oder aber einfach, können wir nicht irgendwo den Verband der Gastronomen dazu holen, die einfach jetzt, weil die ja nur viel aggressiver sind und es gibt noch viel, viel mehr Gastronomen als wirklich mal so Rollerläden, und da einfach sagen, die kämpfen jetzt aus dem Prinzip der Gleichbehandlung dafür, dass man überall umsonst Tische und Stühle rausstellen darf, genauso wie Sharing-Unternehmen. Und dann soll ich überall Bier verkaufen. Das fände ich richtig geil. Und das einfach zu sagen, das machen wir aufgrund Paragraph 3 Grundgesetz. Dafür müssen wir einen Anwalt finden. Und dafür, das finde ich richtig geil. Müsste man mal so einen Diskriminierungsanwalt finden. Auch das Diskriminierungsgesetz. Ja, und gibt es nicht irgendwie eine Getränkelobby? Es muss doch eine Getränkelobby geben. Es gibt oder eine Gastronomielobby. Oder ja, sowas. Gibt es. Ach, sollte dieses jemand hören, der irgendwo in der Gastronomie im Umfeld einer Lobby arbeitet, meldet euch doch mal. Lasst uns doch mal ein Fass aufmachen. Das wäre schön. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, genau. Wie ist denn jetzt, also ich komme jetzt mal back to topic, oder? Wir reden ja heute über Elektro-Kleinstfahrzeuge und nicht über Bier und Fässer. Na gut. Tut mir ja leid. Aber auch das macht Spaß. Wie nimmst du denn, du bist ja nun ein vielgereister Mann, wie nimmst du denn Elektro-Kleinstfahrzeuge Europa oder weltweit wahr? Können wir aus denen, im Verkehrsgerichtstag wurde mir ja dann nahegelegt, Herr Zemke, wir gucken jetzt einfach mal über die Grenzen, wie sich da Geräte ohne Lenkstange schlagen. Und dann können wir uns ja da vielleicht gewisse Dinge mal abgucken. Tja, also ich muss sagen, ich nehme das immer wieder so wahr, dass in Bereichen der Welt, in denen das Wetter gut ist, und zwar länger gut ist als bei uns in Deutschland, dass dann nicht nur die Leute häufig einfach ein bisschen lebensfroher sind und häufiger draußen sind, sondern dass einfach da auch jegliche Mobilitätsform einfach selbstverständlicher in den Alltag integriert wird. Und wenn du in Barcelona bist oder einfach irgendwo, sagen wir nicht, in Cannes oder sonst wo, da ist es, wie ich finde, selbstverständlicher im Alltag einfach mal ein E-Skateboard zu sehen. Während ich finde, dass das einfach bei uns in Deutschland noch, das kann noch viel aggressiver sein, aber wir haben ja natürlich auch diese gesetzliche Situation, darum darf man natürlich keinen anstacheln, nachher tut sich jemand was und man hat den angestachelt dazu, darum habe ich das, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich habe gestern übrigens ein Elektroskateboard gesehen, nach der Mobility-TÜV-Konferenz, nachts durch Berlin. Mit Licht oder ohne? Leider ohne Licht, aber es war so gut beleuchtet, von daher die Straße. Ich dachte erst, jetzt muss er pushen, aber er hat einfach nur da gestanden und ist gefahren. Ich merke echt immer wieder, dass es also im Verhältnis dazu, was für geile Fahrzeuge es gibt, sieht man sie einfach echt überhaupt, ist viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Ich bin viel am Kiten oder bin in so einer Kite-Klicke und ehrlich gesagt, bevor ich meine Kinder hatte, war ich sehr viel mehr am Kiten, weil jetzt fällt mir gerade auf. Aber egal, jedenfalls sind das halt, sind wir in so einer Community, wo sehr viel durchgeknallte Leute dabei sind, die sehr, sehr technikverrückt sind und sehr viel Spielzeug haben. Und sobald man irgendwo auf einem Parkplatz steht, wo ein bisschen Raum ist, da packen alle ihr Spielzeug aus. Mhm. Und da hat jeder irgendein elektrisches Longboard, irgendein Mellow oder wie sie auch alle heißen. Ist also bemerkenswert, was dann da passiert. Aber ich muss schon sagen, da ist jedem bewusst, dass es nicht erlaubt ist. Mhm. Jedem. Und da fährt auch keiner im Stadtverkehr. Dafür aber jedes Mal, wenn die in Kapstadt sind, wird da rumgeheizt wie bekloppt. Mhm. Florian, was fährst du für ein EKF? Ein Scooter aus deiner eigenen Marke und welches Modell? Ich fahre natürlich immer ein Eagle 10. Jetzt ist er ganz weg. Komm mal wieder zum Fenster. Ja. Ich komme wieder zum Fenster. Hört ihr mich noch? Jetzt bist du wieder da. Was fährst du denn? Ich fahre ein Eagle 10 meistens. Ich muss aber auch gestehen, dass ich natürlich sämtliche technischen Veränderungen immer teste. Hm. Und ich hoffe, dass mir dadurch der Versicherungsschutz nicht erlischt. Selbst wenn ich mit einem roten Kennzeichen fahre. Aber ich teste natürlich immer wieder alles, was neu ist. Das ist ja klar. Hm. Also ich fahre selten was von der Stange. Und wie viel Prozent von den Wegen, die du so bestreitest, ist ja dabei? ich bin sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs, auch zum geschäftlichen Termin. Mhm. Immer.
eigentlich. Und da sind immer Roller hinten drin. Okay. Ich habe also immer eigentlich einen dabei. Also du bist eigentlich, du lebst intermodal. Ehrlich gesagt schon, ja. Ja, ich glaub's dir auch. Also ich freue mich ja dann, dass wir endlich mal so ein klassisches Beispiel hier in der Sendung haben, dass jemand mal sagt, hey, so geht's und nur so geht's. Und ja. Einfach mal stellen und machen. Und also ich muss gestehen, ich halt bringe meine Kinder halt jeden Tag zum Kita. Darum fahre ich halt noch verhältnismäßig viel Auto, aber wir ziehen jetzt um zum Jahresende und da werde ich nicht mal mehr ein Auto haben. Die Kinder sind jetzt noch nicht 14, ne? Die sind noch jünger. Nee, sind sie noch nicht, die sind noch jünger, aber in dem Augenblick, wo wir halt umziehen, wohnen wir halt einen Steinwurf entfernt von Schule und Kita. So. Und dementsprechend, also dann findet nur noch alles zu Fuß oder mit dem Roller statt. Dann ist unser Alltag komplett ohne Auto und da freue ich mich da drauf. Wie gehst du mit der Helmpflicht um oder mit dem Nahelegen eines Helms zum Tragen, Roller oder wie auch immer im Verkehr? Ich finde es ehrlich gesagt, ziemlich dämlich, keinen Helm zu nutzen. Muss man einfach wirklich sagen. Ich finde, es sollte natürlich jedem selbst überlassen sein, aber inzwischen gibt es echt stylische Helme, die echt cool aussehen. Und ich finde auch die Zeit, in der man sagt, es ist uncool, dass man irgendwo mit einem Helm antanzt, die Zeit ist einfach vorbei. Wir wissen alle, wie ätzend schnell das geht, sich die Birne so aufzuhauen, dass du echt auch lange was davon hast. Und sich dagegen zu wappnen und zu schützen, ich finde, das sollte einfach völlig normal sein. Okay. Ja, klar. Also wie gesagt, bei uns ja sowieso, wenn wir jetzt mal auf dem Tempelhofer Feld fahren, um da unsere Skateboards zu nutzen, ja, wäre ja grundlegend falsch, ohne Helm zu fahren. Gut, ich muss jetzt gestehen. Man darf ja nicht vergessen, du schützt dich ja im Straßenverkehr nicht gegen deine eigene Doofheit, sondern gegen die von anderen. Ja. Und wenn du natürlich auf dem Tempelhofer Feld dann mit 60 km/h mit deinem Wolf oder was du auch gerade fährst, irgendwie natürlich lang zu retten. So schnell fahre ich doch nicht. So schnell fahre ich doch. Lars ist so schwer, deswegen. Ja, genau. Jetzt reiß ich und dann ist Schluss. Aber das leitet mich jetzt schön über und da wirst du ja sicherlich eine Meinung haben. Tuning Speedhacks. Ja. Ist ja, speziell jetzt im Bereich Roller. Also wir haben ja nun die Diskussion vorhin gehabt, 20 oder 25. Viele stellen halt fest, dass sie mit ihrem angegebenen 20 km/h Roller dann doch nur aufgrund von Körpergewicht, aufgrund der Lage am Hang, wo sie wohnen, dann doch nur 18,5 oder 19,8 fahren und dann feststellen, Mensch, mit ein bisschen Eingriff und mit ein bisschen technischem Verständnis fahre ich 25 oder vielleicht sogar 28. Also von den Dingen wie die ABE oder EBE erlöscht, die Versicherung zahlt dann nicht mehr und, brauchen wir ja nicht hinweisen. Das weiß ja jeder schon aus alten Mofa-Schraubzeiten. Und wenn man erwischt wird, knallt es eben richtig. Aber ist das jetzt auch wieder so eine Sache, also, wo sich was Neues entwickelt? Naja gut, also die Mofas, die sich früher am besten verkauft haben, waren die du am besten tunen konntest. Ja, das ist halt so, weil natürlich auch die extremsten Personen dann damit durch die Gegend fahren, die halt die lustigsten Geschichten erleben und die besondersten Geschichten zum Weiterleiten halt auch haben. Aber das Prinzip ist natürlich, wir sind ja, also meine Firma ist ja nun Hersteller von Fahrzeugen. Und ich muss mir, wenn ich über einen solchen Punkt spreche, einfach auch die Mütze des Geschäftsführers und Gründers dieser Firma aufsetzen und sagen, das geht gar nicht. Ich muss das in diesem Augenblick einfach wirklich durch diese Brille sehen, weil als Hersteller haben wir ja auch die Verantwortung dafür, wenn jemand einfach eine vorhersehbare Fehlanwendung über Tuning-Hacks, Speed-Hacks macht und dabei und dann umkommt. Und wenn ich halt so etwas vorbereite und jemandem die Möglichkeit gebe, sowas zu machen, dann provoziere ich das. Und dann muss ich davon ausgehen, dass es jemand auch anwendet. Und wenn dann was passiert, dann abseits vom Juristischen will ich auch moralisch nicht dafür verantwortlich sein. Wie ich persönlich in meinem eigenen Umfeld damit umgehe und dass ich mit Elektrorollern angefangen habe, ganz persönlich, damit, dass ich die natürlich auf 60-70 km/h aufgebohrt habe und das war alles lebensmüde. Ja, das habe ich persönlich vielleicht früher gemacht, aber heute bin ich Hersteller und habe muss eine andere Position, eine andere Rolle einnehmen. Und da versuche ich auch wirklich in aller Form urdeutsche Werte gelten zu lassen und zu sagen, pass auf, so sind die Fakten, so ist es sicher und danach richte ich mich auch. Aber so generell würdest du jetzt eher sagen, also verurteilst du das jetzt? Nein, ich verurteile das nicht. Ich mache es nur nicht, weil ich, das ist so schwierig, weil hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist halt der Nutzer, der
der Typ, der halt Mobilität im Blut spürt und der gerne basteln und bauen möchte und alles ausprobieren will. Und der andere ist aber der Hersteller, der Fahrzeuge in den Verkehr bringt, mit denen Menschen durch den Straßenverkehr fahren und die Menschen verlassen sich darauf, dass das sicher ist. Und wenn du mich in einem Podcast wie diesem, wenn du mich so etwas fragst, dann muss ich mir die Mütze aufsetzen des Spießers, der sagt, natürlich verurteile ich das. Einfach nur, weil es gefährlich ist. Ich muss das so machen. Also ich muss das auch so stehen lassen. Ich kann da, ja. Ich will jetzt von dir auch gar nichts anderes hören, weil ich sehe es ja genauso, weil ich halte das eben jetzt, weil wir haben ja jetzt für die Fahrzeuge eine Versicherung und dann ist man eben abgesichert, wenn was passiert. Weil es kann ja auch mal passieren, dass jemand anders zu Schaden kommt und nicht nur man selbst. Und das ist ja dann genau das, um was es geht, dass hier jeder dann eben auch entsprechend entschädigt wird, wenn was passiert. Und das ist ja dann genau, warum wir eine Versicherung haben. Wenn ich jetzt selber zu blöd bin und aufs Maul fliege, ja okay, dann muss ich dafür auch gerade stehen, indem ich mir dann sagen meine 6 Wochen meine Wunden eincreme oder whatever. Aber dass wenn jemand anders zu Schaden kommt, dann soll das eben in der Form klar. Vor allem vielleicht noch eine Sache zu Speedhacks, ne? Wenn wir also dieses Bild, was du eben gemalt hast, dieses ja, der Roller fährt nur 18,6, aber ich will doch 22. Ne? Mhm. Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild, weil das nämlich die Realität sehr, sehr korrekt darstellt und so unglaublich harmlos sich anhört. Und das ist genau das Gefährliche dabei. Es ist so wahnsinnig harmlos. Es sind doch nur 4 km/h mehr. Genau, es sind nur 4 km/h mehr. Und die 4 km/h machen eigentlich gar nicht viel aus, wenn du die Fahrzeuge nutzt. Aber was es rein juristisch oder versicherungstechnisch ausmacht, das ist eklatant. Und das ist dramatisch. Wenn du dich hinpackst und du dir die Hüfte brichst, ja gut, selber schuld. Aber was ist, wenn du jemandem in die Seite fährst, wenn sich jemand anders verletzt und wenn du umkommst oder so weiter? Frag mich nicht. Also die Folgen aus 4 km/h mehr über irgendein Speedhack sind so scheiße, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, was da für Geschichten bei Gerichten auflaufen. Und auch in einer anderen Folge, wo halt Ricky da war, hat er ja nun auch davon erzählt, was er in seiner Laufbahn als Polizist in diesem Umfeld alles schon erlebt hat. Ich glaube, diese Geschichten wollen wir nicht erleben oder verantworten. Ja, vor allen Dingen haben sie jetzt ja auch eine Rolle dabei, so wie früher auch. Und jetzt werden die Dinge, auch die Rollen sind ja moderner geworden und leichter. Und deswegen haben die jetzt ja viele im Auto und können immer sagen, gehen Sie doch mal von Ihrem Roller runter, den testen wir jetzt mal. Ja, und dann sind natürlich immer die Augen groß und was soll denn das? Aber ich denke, hier sollte man einfach klar die Finger davon lassen, auch wenn es ganz toll ist. Aber am Ende sind es vielleicht nur 3 oder 4 km/h. Oder was ich ja auch oft lese, dann bestellt man sich einfach einen komplett neuen Controller bei Alibaba, sonst wie. Jetzt gebe ich hier schon wieder Tipps, wa? Also schon wieder fast. Aber Aladdin. Oder Aladdin, ja, Mensch, Mist. Ja, und wo ich mir dann sage, Mann, ey, und dann geht vielleicht noch was schief. Also das ist ja das Nächste, ja, dass dann einer irgendwelchen Mist macht und dann fliegt ihm ein Ding nachher noch um die Ohren oder der Akku brennt ab, weil der BMS da mit drauf ist und nicht mehr zum Akku passt. Also man muss ja dann in die schärfsten Sachen denken und die meisten sehen am Ende nur, oh, ich fahre halt schneller. Ja. Ja, also ich glaube trotzdem, um auch da wieder dem Drang schneller zu fahren, trotzdem einen realistischen Zuweg zu bieten. Ich glaube halt, dass das, was hier aus der Elektro-Kleinfahrzeugverordnung entstehen wird, eine Fahrzeugklasse sein wird, die wieder in die klassische Mofa-Richtung geht. Weil es ist scheiße einfach, einen solchen Roller 30, 40 oder 50 fahren zu lassen. Hm. Es ist nicht so schwer. Hm. Und letztendlich, diese Fahrzeuge, also die Leute, die halt genervt sind darüber, dass sie so langsam fahren, denen zu sagen, pass mal auf, willst du schneller fahren, ist doch kein Problem. Mach dir einen Sattel dran oder lass dir meinetwegen einen Topcase hinten auf dem Schutzblech als Sitz zulassen und hol dir ein richtiges Mofa-Kennzeichen und dann kannst du 45 fahren. Hm. Ich meine, das ist auch das, was, glaube ich, halt in den nächsten 2 Jahren passieren wird. Diese Fahrzeugklasse wird komplett sich in Richtung Mofa entwickeln. Ja, Speedhacks haben wir gehabt. Was war dein Fazit einfach noch so ein bisschen? Was hast du jetzt noch so auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, ach, was können wir in der nächsten Zeit aufwarten, beziehungsweise habt ihr neue Produkte im Fokus? Mal was ganz anderes noch so? Nicht nur Roller, sondern, weiß ich nicht, was zum Fliegen oder?
Nee, also ich bin erstmal sehr gespannt, ob sich jemand von der Gastronomie-Lobby meldet. Also bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Also darauf freue ich mich. Wir haben natürlich einige neue Sachen irgendwie im Köcher. Das heißt, wir werden im Sommer 3 neue The Urban-Fahrzeuge launchen. Dann werden wir im August einen neuen E-Grid launchen. Und im September 2 weitere E-Grids, das heißt, und werden im Laufe des späten Frühjahres unsere komplette CI überarbeiten. Da bin ich mega aufgeregt. Wir werden also alle Marken einmal auf links drehen. Das heißt, für uns wird in diesem Jahr ganz viel passieren. Mhm. Und dann hoffe ich erst einmal, dass wir aber dieses Produktionsumfeld unter diesem Damoklesschwert der Corona-Wuhan-Situation, dass wir das trotzdem alle entspannt hinbekommen. Das heißt, nicht nur produktionsseitig, sondern auch einfach so gesellschaftlich. Ich glaube, das sind die Sachen, die mich sehr interessieren, wo ich sehr, 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 sehr sensibilisiert bin drauf. Und halt die Gastronomie-Lobby, ne? Ja. Also das sind die Punkte. Umgehend, ich werde dich sofort antickern, wenn da was kommt, und dann legen wir richtig los. Aber ich habe natürlich ein bisschen Angst, weil wir wollten ja aufgrund der letzten BMVI-Situation, hat man ja jetzt ein bisschen die Hoffnung, einen Bundesverbandsarbeitskreis für Verleiher zu gründen zu können, dass die bei uns mitmachen, und dann möchte ich die natürlich jetzt nicht mit einer gastronomischen Klage präprellen. Schade, ich glaube, du hast natürlich total recht, aber ich glaube, mir ging es ehrlich gesagt um die Absurdität. Man muss ja auch sagen, auch ich finde Tier mega sympathisch. Wir produzieren zusammen mit Leuten, die Leim basteln. Ich habe mich selber mit als Cirque noch Cirque war mit den Leuten mehrfach getroffen. Ich habe da ein sehr, sehr freundschaftliches Gefühl dazu, finde nur den Gedanken sehr lustig, eine Grundgesetzklage aufzusetzen. Aber nein, es bleibt ja mit Absicht unter der Überschrift, wir tauschen lustige Sprüche dazu aus, aber ganz im Ernst, Besseres zu tun, als eine Grundgesetzklage zu machen. Aber drüber sprechen ist geil. Na, mal sehen, was draus wird. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielleicht greift es ja auch jemand von den Hörern dann auf. Ja, oder so. Wir macht selbst einfach und verliert die Nerven. Genau. Ja, und so. Vielleicht klag ich selbst. Ja, sollen sie doch machen. Aber Florian, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ich denke, wir machen nochmal Ende des Jahres einen, weil du hast ja, glaube ich, wie du gerade gesagt hast, eine Menge vorzustellen. Eine Frage fällt mir gerade noch ein. Gibt's was richtig Leichtes dann für mich? Weil ich will ja immer, bin ja so der Typ, der am liebsten einen mit 12 Kilo oder 8 Kilo Roller hat. Aber du bist doch so schwer. Im nächsten Jahr. In diesem Jahr werden wir erstmal, ich sag's dann, wenn es rauskommt, bevor ich mir den Wind aus den Segeln nehme. Aber im nächsten Jahr gibt's dann was Leichteres. Ah, ja. Und dann schwebst du über den Boden. Ja, wunderbar. Ich bin dabei, ich mach mit. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend und vielen, vielen Dank. Danke euch. Ja. Danke. Habt einen schönen Tag, ja? Ebenso, ja. Danke. Tschüss. Hau rein an. War ja spannend, was der Florian erzählt hat, ne? Ja, also von wegen. Der raucht jetzt schon der Kopf. Weil dem ging's wieder ewig. Also es geht ja, ich glaube, wir rufen keinen an mit nur 10 Minuten und tschüss, sondern man kommt ja dann doch immer ins Plaudern und von der einen oder anderen Sache. Aber wollen wir wirklich die Klage durchziehen mit dem Getränkehandel, also, wollte ich gerade sagen. Wenn der Gastronomenverband oder der Lobbyverband sich da meldet, gerne an podcast@electricempire.de oder an info@electricempire.de. Diese anderthalb Stunden, die haben jetzt schon Wirkung. Lässt Spuren. Vielleicht machen wir auch nur einen Mobilitätstag erstmal mit dem Verband der Gastronomen. Ja, können wir natürlich machen, aber das war Folge 8a, würde ich sagen, ne? Ja, also wir haben einfach heute zu viel Themen. Wir müssen schneiden. Ihr müsst ja auch ins Büro oder ins Bett. Wir können jetzt nicht noch mal so lange laufen lassen. Also insofern wird es denn danach noch ein 8b geben. Die 8b haben wir auch wieder einen Telefongast da. Das ist der Herr Kunz. Michael Kunz, genau, vom TÜV. Vom TÜV, und der muss sich Lars seinen spannenden Fragen stellen. Ich habe hier zwei ordentlich dicke Folgen, schöne Seiten. Es ist wirklich unglaublich, Sie können da jetzt nicht sehen, aber es stimmt. Ja. Also den schieben wir dann einfach mal hinten ran, weil das ist einfach zu lang, haben wir uns gedacht. Und den gibt's aber gleich, könnt ihr gleich danach weiterhören. Genau, ein Doppelrelease so gesehen von Folge 8. Genau, ein Tag, zwei Folgen, ist doch super. Wahlberg und der TÜV, genau. Besser kann es nicht kommen. Also in diesem Sinne, bis gleich oder bis morgen, wann ihr uns wieder andrückt oder einschaltet. Wir freuen uns. Danke. Macht's gut, Nachbarn.